Siegerehrung dieser 71. Bayerischen Meisterschaft 2018 in Ingolstadt, die Siegerehrung im Herrn Eisel. Und dort stehen als Preisüberreicher da der Leiter des Sportamts, Martin Diebold, der Vizepräsident Sport des Bayerischen Tischtennisverbandes, der sich nicht nehmen lässt, das Herren Einzel auszuzeichnen, Gunter Schwerer und Alfons Spät vom SV Buchsal. Gemeinsam auf dem dritten Platz vom FC Bayern München, Daniel Winterhagen und von der DJK Sparta-Novus Nürnberg, Dennis Enter. Auch hier gibt es für die, die noch nichts erhalten haben, den Tischtennis-Gutschein, es gibt die Flüssignahrung und es gibt die Geldpreise von Edeka. Zweiter und Vizemeister, Verein Deontaschenvereinigung MLT, Marius Kraus. Bayerischer Meister im Herren-Einzel 2018 vom TV 1879 Hilpolstein, Nico Christ. Und er hält zusätzlich den Ehrenpreis gestiftet vom Bundestagsabgeordneten Dr. Reinhard Brandl. Und bitte noch einen großen Applaus für die Sieger und für den Herrn Eisel. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse, Ihren Besuch. Vielen Dank an alle Spieler für die gezeigte Leistung. Vielen Dank an alle, die hier mit der Organisation zu tun hatten. Die Turnierleitung, die Schiedsrichter und natürlich vor allem der SV Buchsal mit seinem Team. Vielen Dank und gut bei Ingolstadt, die 71. Bayerischen Meisterschaften. Gute Heimreise, danke nochmal. Und nicht vergessen auf Ingolstadt TV, INTV, Montag, 22. Januar. In den Abendstunden, jede Stunde im Sportteil, der TV-Bericht hinterher in der Mediathek.